Ja, hallo zusammen. Salut Philipp, heute Sonnenbrille schon montiert, hey, tipptopp. Genau. Schön. Perfekt. Gut. In dem Fall ein bisschen die Sonne jetzt bei dieser ganz speziellen Situation. Das ist das einzige Positive im Moment, das Wetter, oder? Ja, extrem. Es tut gut, es tut den Kindern gut, dass wir frische Luft tanken können. Ich glaube, es tut uns allen gut, dass wir die Energie von außen können brauchen können. Und die, die nicht ganz gesungen sind, die können gesungen und die anderen, die können Energie tanken. Ja, das Stichwort gesund werden. Du bist auch beim gesund werden gewesen, oder? Ja, das ist es so. Ich habe jetzt recht gekämpft, nicht mit dem Coronavirus, aber mit dem Influenza-Virus. Und es ist also eine heavy Zeit gewesen, muss ich sagen. Ich habe rund fast 2 Wochen daran nur genagt und meine Kinder 8 Tage. Und das war noch fast schlimmer gewesen. Die Kinder sollten sehr leiden. Und jetzt speziell in dieser Zeit, wenn jemand hustet, wenn jemand nebendran irgendwie am Schnitzen ist, so ein bisschen, ja, ist anders eingestellt. Und plötzlich ist man selber krank. Ist das bei dir speziell gewesen? Wenn du nicht gewusst hast, ist es vielleicht gleich ein Coronavirus dringend so etwas? Ja, das ist es so. Vor allem wir auf Kinder haben wir nicht gross Test bekommen. Unsere Kinder, Zwillinge, die haben ein bisschen geschwächte Bronchien. Das war mir natürlich besorgt am Anfang, aber die gehören nicht zur Risikogruppe, sind darum auch nicht getestet worden. Aber ich habe dann bei mir den Test gemacht und dort ist Corona negativ, sie haben Influenza positiv. Und ja, es ist also, der Grippevirus ist nicht zu unterschätzen, muss ich sagen. Und wie geht es dir jetzt? Stand heute jetzt nach der Saison, die ganz speziell entgegangen ist, hast du schon ein bisschen sacken können? Oder bist du voll in einem anderen Modus, weil geschwächt für so ein Virus? Ja, also es ist extrem heavy gewesen. Ich fahre ja nach der Saison fahre natürlich extrem ab und da ist mein Immunsystem meistens so oder so ein bisschen schwach. Und darum hat es mich wahrscheinlich auch von den Kindern aus gerade verwünscht. Aber es ist extrem speziell gewesen, einfach so aus dem Nichts raus. Tatsch ist man weg. Es ist wirklich wie wenn man eine Playoff-Serie verloren hat und einfach einen anderen Tag ist man weg, eigentlich in den Ferien. Und jetzt hast du die Playoffs nicht können spielen. Ich weiß noch, ich habe auf Instagram einen Post gesehen, den du gemacht hast, wo du gesagt hast, wie speziell das ist, dass man jetzt endlich in die tolle Zeit vom Jahr reinkommt mit deinem neuen Verein. Wie sehr hast du das schon verarbeitet oder ist es im Moment noch kein Thema gewesen? Ja, also es ist für mich im Moment ist alles andere ein kleines Thema gewesen, im Vordergrund gerückt. Familie, die Eltern, wo man absondern schauen, dass alles aufgeleistet ist, neu organisieren, die Schule, das Homeschooling, ich war jetzt Lehrer vorher gewesen, auch natürlich daheim. Es gibt ganz anders in den Vordergrund gerückt und hat sicher auch gut oder das, dass man das eigentlich den Kopf lüften konnte vom anderen, weil es hat schon weh getan, dass man jetzt die schöne Zeit eigentlich nicht hat erleben durfte. Wir haben natürlich den Fans daheim gesagt, hey, du dürft Philipp Fuhrer Fragen stellen und kriege ich Huber. Die hat genau das von dir wissen. Du hast 3 Töchter daheim. Wie stellt sich der Philipp Fuhrer als Lehrperson im Homeschooling an? Ja, ja, extrem Freude. Ja, immer Freude am Rechnen. Und ja, jetzt kommt das langsam wieder. Die Tochter ist jetzt in der 2. Klasse. Mir fehlt noch ein bisschen das Algebra. Von dem her muss ich noch ein bisschen warten, bis es noch ein bisschen spannender wird. Aber es ist interessant. Es ist auch interessant, wieder ein bisschen so zu sagen, in der Schule zu sein. Von ganz klein, das noch einmal durchleben mit den Kindern. Und es ist eine gute Zeit. Und eben, es ist auch nicht die ganz einfache Zeit auf der anderen Seite. Das ist die schöne Seite, dass Kinder daheim sind, mehr Zeit mit der Familie runterfahren, ein befohlenes Entschleunigen. Auf der anderen Seite natürlich die Situation prekär in der ganzen Zeit. Krigi Huber, die hat noch eine 2. Frage gestellt, die ich spannend finde. Du bist 3 Jahre lang in Lugano gesehen, hast du gespielt. Du hast natürlich auch viel Kontakt, viele Freunde. Hast du dort etwas gehört von den Leuten, die du kennst? Ja, sehr. Ich habe mit vielen Freunden Kontakt gehabt, mit den Nachbarn. Und die Situation war wirklich recht heftig. Und wir haben auch relativ früh haben wir die Information bekommen, bleiben daheim, gehen gar nicht raus. Bei uns ist wirklich die Hölle los. Schauen, dass sie nicht irgendwie in Kontakt kommen. Und ja, es ist heftig, von da müssen mitzuschauen, wie es im Tessin geht. Und verändert sich die Situation bei einem persönlich, wenn man das von jemandem erfährt, wo ein Freund, ein Kollege ist, wo die Situation plötzlich viel näher ist, oder? Als wenn man sie in der Zeitung liest. Ja, sehr. Also bei mir ist es wirklich schon viel früher angekommen. Ich glaube, es ist ja auch noch ein bisschen gleich gegangen. Zuerst ist es weit weg, nachher kommt es langsam näher und irgendwann ist es da. Und bei mir ist das schon viel früher nahe gewesen, weil ich eben extrem noch Kontakt hatte zum Tessin und weil mir auch viel im Herzen ist gelegen und wir auch viele Freunde haben, die unten sind und auch Kontakt haben auf die verschiedenen Spitäler, die es doch ziemlich getroffen hat. Jetzt hat Drosella 28.08 geschrieben, Manti a Lugano in Nummer 7. Der Philipp Fuhrer natürlich
ja, den Schritt gewagt hat, vom SC Bern weg, aus dem Daheim, mal etwas ganz anderes, hast du mal im Interview gesagt, und willst ausprobieren, aus der Komfortzone rauskommen. Vermisst du das manchmal, dass das Sinn, das zweite Daheim? Ja, also es gibt schon gewisse Momente, wo ich denke, es war wirklich eine intensive Zeit, eine schöne Zeit gewesen, und es hat so viel schönes Boten darunter, und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich wieder runterfahren darf, sei es zu einem Match, oder wir haben ja einen Zwischenstopp gemacht, einmal, wo wir in die Ferien sind gegangen, und es ist schon ganz schöne 3 Jahre gewesen, die ich dort durfte erleben, und hat eigentlich genau das erfüllt, was ich auch wollte, mal ausbrechen, mal etwas anderes sehen, mal den Horizont erweitern, und mir hat das extrem gut getan. Und wenn du jetzt zurückschaust auf deine letzten 2 Jahre, die du bei Fribourg-Gottéron hast, ein Fan will wissen, und das fragt man jedes Jahr bei Fribourg natürlich, ist es eine Mannschaft, ist es nächstes Jahr eine Mannschaft zum Meister werden? Ja, unbedingt. Ich glaube, man sieht in der ganzen Liga, dass eigentlich sehr viele Teams eine Chance auf den Titel haben. Und es wäre wirklich sehr spannend gewesen, zu schauen, wie das Jahr die Playoffs hat ausgesehen, weil doch in diesem Jahr noch verreckter war, wie nahe es war und wie jeder konnte schlagen. Und, es braucht sicher im Kopf braucht sehr viel für ein Team, das noch nie Meister ist worden, dass man dort schon relativ weit kann sein, aber schon im Kopf, noch vor dem, dass man eigentlich das Spiel spielt. Und die Erfahrung in den Playoffs, die hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass die extrem wichtig ist. Und von dem her muss man sicher dort extrem vorbereitet sein und dort arbeiten wir dran. Eine spezielle Situation hat es in der zweiten Saison gegeben bei Gottéron, natürlich mit dem Trainerwechsel. Und mit dem, was du angesprochen hast, nachher das Trio, das gekommen ist, mit dem Sean Simpson als Berater von uns, immer ein schwierig gewesen, zu verstehen, wie das Ganze genau läuft, wenn man nicht so nah dran war. Und du hast so gesagt, das Energetische ist wieder zurückgekommen. Hast du als Routinier, der schon viel gesehen hat, ist das für dich etwas Neues gewesen, so ein Trainer-Trio, das von uns gerne kritisiert wurde, aber am Schluss den Schritt auch geschafft hat? Ja, ich glaube, es war sehr spannend gewesen, das zu erleben, eben das Aussen und das Innen, weil mir hat immer auch hier in Murten zum Beispiel, haben viel gefragt, ja, aber kann das funktionieren? Und wie sieht das aus? Ich glaube, es ist von aussen immer anders angeschaut worden, als das für uns innen war. Weil für uns innen war eigentlich relativ klar gewesen, wer für welche Aufgabe zuständig ist. Und das hat dann auch super funktioniert, von Anfang an eigentlich bis zum Schluss. Wir haben gewisse besser gehabt, aber haben dann wieder können den Trip finden. Und ich glaube, über das Ganze haben wir das sehr gut gemacht. Das Energetisieren ist einfach grundsätzlich vom Christian Dübe ausgekommen und auch, dass die Spieler im Team, die grossen Spielerpersönlichkeiten und Leader, die eigentlich sehr viel Erfahrung hatten, haben viel mehr Raum bekommen, was vorher nicht ganz der Fall war. Und ich glaube, das hat sicher auch dazu beigetragen, dass sich die eben haben entfalten und auch mitziehen konnten. Und wie ist es dann in Garderobe gelaufen? Wer hat was gesagt? Was hat der Sean Simpson gesagt? Was hat Christian Dübe gesagt? Auf wer hört man? Vielfach stellen wir uns vor, zum Beispiel in der Budeinerschaft bist du froh, wenn du einen Chef hast und kannst zulassen, wenn die Verantwortlichkeit doch klar sein. Und das ist in der Mannschaft wahrscheinlich ähnlich. Ja, das ist bedingt so. Ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an. Wir haben eine spezielle Situation gehabt. Bei uns ist vor allem der Dübe hat den letzten Entscheid gehabt. Der hat uns grundsätzlich voll motiviert. Er hat immer eine super Speech gehabt. Er ist bis zum Schluss einer von Tag zu Tag auch mit uns gewachsen. Er hat auch von Anfang an uns ganz klar gesagt, seine Erfahrung ist nicht gross in diesem Bereich, aber er hat das sehr gut gemeistert und ist wie gesagt, mit uns zusammen auch gewachsen. Der Sean Simpson hat das Taktische reingebracht und der Pavel Rosa hat sich für Verteidiger hat er geschaut und das Powerplay war unter ihm gewesen. Jetzt hast du noch einen Vertrag bis 2021 und der Anschlub 28 hat uns gefragt, bevor wir das Live-Interview gestartet haben, wenn du deine Karriere beendest und doch ein bisschen früher schaust, oder? Du bist im Sommer 35, wenn ich richtig bin. Was ist so der Zeithorizont, den sich Philipp vorher gesetzt hat? Ja, es ist ja so, dass ich immer gesagt habe, für mich würde es passen, wenn nächstes Jahr die letzte Saison ist, weil ich dann 20 Jahre dürfen in dieser Profiliga spielen und es ist doch eine Zeit, wo stimmt. Ich glaube, der Körper in mir, der schreit schon länger, hör mal auf da oben, oder? Aber ich muss auch sagen, es hat mir in letzter Zeit einfach auch extrem viel Spass gemacht, dürfen Hockey zu spielen, seit das, als ich im Tessin war, etwas Neues, jetzt wieder etwas Neues in Fribourg. Ich bin da total angekommen, Kingsy angekommen, ich bin geschäftlich gut aufgesetzt für nach der Karriere und darum lasse ich es jetzt eigentlich darauf abkommen, wie es kommt. Ich genieße extrem, dass ich noch in diesem neuen, super genialen Stadion darf spielen. Da freue ich mich extrem drauf. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt wirklich auch die Corona-Geschichte schnellstmöglichst jetzt runterfahren können und dass wir uns nachher freuen auf die neue Saison. Jetzt hast du 3 verschiedene Sachen angesprochen. Ich fange mal an mit dem ersten, mit dem
mit dieser Passion, die noch da ist. Du hast mal im Interview gesagt, hey, der Roger Federer, ich bewundere den, ich würde dem auch gerne fragen, wie er das macht mit dieser Passion, dass er es immer wieder schafft. Bei dir kann man sagen, wie schaffst du das immer wieder? Weil du tönst wie einer, der 20 ist und sich die nächste Saison freut. Ja, es ist immer so, es gibt gewisse Phasen, die schwierig sind und wenn Verletzungen kommen und ich habe nicht noch mehr oder zwei Verletzungen gehabt in meiner Karriere und muss auch immer wieder ein bisschen mit dem kämpfen, dann sind es immer gewisse schwierige Phasen, aber wenn ich dann wieder auf dem Eis stehe, bei den Jungs darf das Training bestreiten und vor allem dann auf die Matchen her, wo das Kribbeln kommt, wo die Emotionen kommen und wo halt das gute Ambiente kommt. Ich muss wirklich sagen, dass in Freiburg ist es so ein bisschen wie so ein Heckverkessel, wie so... Entschuldigung. Das hat noch gewisse Weinreise auch irgendwo. Aber ich komme ja nicht ins Telefon durch. Ja, genau. Nein, es ist wirklich jetzt, glaube ich, auch mit dem neuen Stadion. Es gibt immer, meine Karriere, seit ich in Bern verlassen oder auch in Bern selber, hat es immer so Stufen gegeben, wo ich mehr Verantwortung bekomme und eine neue Horizontentwicklung. Jetzt wieder etwas Neues in Freiburg, wieder dort helfen dürfen, mitzuentwickeln. Ich glaube wirklich, ich sehe mich so ein bisschen, ich tue das gerne helfen, mitentwickeln Es ist immer eine Entwicklung, eine stetige Entwicklung, die ich gespielt habe und habe miterleben. Und die Passion, ja, das Feuer, das ist immer noch in mir drin. Ich sehe so da, wenn ich jetzt mit den Kindern hier aussen im Hockey bin im Quartier, was extrem Spass macht. Und ja, das Hockey-Fieber, das lebt noch. Es ist einfach die Frage vom Körper, wie gut es der mitmacht. Und ja, dank dem super Sommertrainer, den wir haben, Simon Holdiner, den ich hier möchte merci sagen, hat mir wieder extrem neue gute Inputs geben für meinen Körper und ja, so darf man immer wachsen und neue Sachen lernen und Sachen, die meinem Körper gut tun und lernen, die Passionen dürfen aufleben. Und jetzt speziell natürlich, dass die Heim-WM 2020, die findet nicht statt, die findet jetzt vielleicht der Heim 2021 statt, wäre das eine Art und Weise, wie man aufhören könnte, wo 2013 bist du dabei gewesen? Ja, selbstverständlich. Für mich war es ein riesengroßes Ziel, gewesen, dass ich auf die Heim-WM 2020 eine Chance hätte bekommen, vielleicht. Weil das hat so viele Faktoren, die natürlich da hätten müssen mitspielen, dass ich dort eine Chance hätte bekommen können zu spielen, hätte natürlich da noch müssen greifen. Aber es wäre sicher ganz etwas Schönes, so dürfen, mit einem super Turnier aufzuhören. Also Philipp Fuhrer macht sich noch berechtigte Hoffnungen, schafft auf das her, dass wenn das 2021 in der Schweiz würde stattfinden, noch als Thema wäre? Ja, sicher würde ich noch einmal Gas geben. Es ist einfach klar Fakt, dass wir mittlerweile extrem gute, junge Verteidiger haben. Wir haben sehr viele Verteidiger, die in der NHL sind und es ist immer eine Frage, wer verfügbar ist, welches Puzzleteil fehlt noch. Aber ich würde sicher alles geben, dass ich auch nächstes Jahr noch eine Chance habe auf so einem Platz. Und wenn du mit den Leuten in Freiburg, in Murten, du bist einer, der relativ volksnah wirkt gegen raus, redest, wenn du mit diesen Leuten die unterhaltest, was bedeutet der Titel in Gottero? Also, das ist nichts anderes als Hockey. Ja, also ich muss schon sagen, jetzt, wo ich in diesem Club bin, ist die Leute, die schreien förmlich nach dem, oder? Und das ist schon etwas, was wir in Bern immer diskutiert haben. Wenn man auf Freiburg geht, ist das so eine riesige Challenge, dass man eben den ersten Titel holen kann, weil der erste Titel ist natürlich etwas ultra Spezielles. Und ja, was ich nicht so gewusst habe, das muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ist die fanatischen Fans hinten dran, die Firmen, die hinten dran sind. Also wirklich, Gottero ist nicht nur ein Sportclub da hier, das ist irgendwie, das ist so verankert und die Leute, die da mitreissen, die hätten es wirklich mal verdient, dass sie so eine Titel dürfen leben und nicht immer abgestempelt werden aus solchen, die eben nie den Titel haben. Und ich glaube daran, ich bin fest überzeugt, dass man so etwas schaffen kann, aber es braucht eben auch den Hinger oder den Letzten, der die richtigen Gedanken hat. Und